Lecker. Bier. Lecker Bier. Lecker Bier. Ja, fein. Abtrocknen, ne, Bursche? Helga? Helga? Komm her! Hier, guck mal hier. Komm her! Da! So ist fein. Und friss. Friss? Ja. Ich kann Ihnen nächste Woche den Montag um 9 Uhr anbieten. Okay, Frau Malzheimer. Bis Montag, 10. Dezember. Tschüss. Arti, was ist denn? Komm zum Steffen, komm. Na komm, zeig's. Ja, du bist der Star heute. Ach, die Scheiße. Also. Aber die sehen gar nicht schlecht aus, gell? Ja, die haben wir extra auf dem Backblech. Also wenn da Hackfleisch quasi Haferflocken und so Sachen kauft, ne? Ja. Dann haben wir das so einen riesen Teig draus gemacht, dann ausgeschnitten auf die Größe, wo halt mein Hund, französische Bulldogge, ne, frisst, von der Größe her. Ja. Und geendet hat die ganze Geschichte quasi mit Whisky-Verkostung. Ne? Ja. Dann noch schön Whisky getrunken. Also backen und saufen. Backen und saufen, aber war, ja, lass war eine sehen, geile das, Geschichte. Was das für Zeug war. Ach, das ist ein Kochbuch für Hunde. Da gibt es ein richtiges Kochbuch für Hunde. Ja, das wäre mal interessant, weil er frisst nämlich das hier nicht mehr so gern, was ich die ganze Zeit koche. Ich suche es dir raus, dann schicke ich es dir per WhatsApp durch. Gut, ich muss für den Hund kochen. Ja, ich gehe weiter. Lutz, danke für den Kaffee. Gerne. Sag tschüss. Ja. Oh, du bist auch schwer. Wie deine Frau. Hm? Du, aber das gibt's nicht. Nein. Ganz gewiss nicht. Du weißt, das macht unsere Razzifazzi. Hm? Wir knurren nicht. Halt ihn, mein Herr. Mama, wirkele auf der Bank. Wenn er fehlt, dann ist er krank. Ist kein Doktor und ganz allein. Wirkele.
heidnische Wetter hättest, mein liebes Kind. Hä? Eine große Wetterhexe. Hm? Muss ich da noch mal etwas machen? Wird das doch recht? Hm? Na, guck ich gerade noch mal. Hm? Aber jetzt hätte ich gerne noch mal den anderen Fuß. Gäbst du mir den auch? Komm, gib mir. Gib mir. Ja. So. Hm? So, schöne Feiertage, schöne, gell? Tschüss. Komm mal her, komm mal her. So. Hm? Nein, auch wenn das nicht gefällt, ist mir, es muss sein. Mein Sohn. Und da ist eine Funkstille da, weil ich so eine böse Frau bin. Und jetzt, wo er jetzt genau ist, weiß ich nicht. Keine, wirklich keine Verbindung. Es ist, ist ein sehr trauriger Fall für mich. Aber ich habe einfach festgestellt, je mehr ich mich da reinsetze und vergrübel, umso jedes Mal wirst du krank. Und das mache ich nicht mit. Nein. Ich weiß gar nicht, ob meine beste Freundin dazu sagen kann. Es ist, ich finde, beste Freundin ist eher was, was man so einem Menschen gibt. Sie ist ja jetzt irgendwie, man vermenschlicht ja trotzdem irgendwie gerne, aber sie ist ja nicht menschlich. Sie ist ja kein Mensch an sich, deswegen ist es eher so, weiß ich nicht, treuer Begleiter ist, glaube ich, eher so das Ding. Ich würde eher sagen, wie so ein Kumpane, so. Sie geht mit mir und macht mit mir Unsinn und macht mit mir meine Sachen und kuschelt mit mir und ist da. So, wir sind wie so ein Team. Weißt du, als wären wir, keine Ahnung, es ist jetzt blöd, weil wir lösen keine Kriminalfälle, aber weißt du, wie so ein Team. Wir machen Sachen zusammen, wir kommen zusammen durchs Leben. So, ich muss ihr helfen und sie hilft mir. Schöttlerplatz, Marienhospital, zur Linie 42, bitte umsteigen, bitte links aussteigen. Ich habe doch letztens von Nobby die Jacke gekauft, mhm, mit diesen zwei Schichten. Ja. Habt ihr was noch Wärmeres? Weil bei 1 Grad, ja, die geht nicht mehr mit mir raus. Okay. Die will nicht Hamburg mehr. Klar. Also die könnte gehen von der Länge her, müssen wir gucken. Das oder eins kürzer. Und die ist jetzt wärmer als die Nobby? Die ist wärmer. Ja? Die sind halt wirklich richtig gut gepolstert. Okay, zum Beispiel die Dinger findet sie richtig doof. Die macht sie gar nicht mit. Geht vermutlich ohne. Kann ich die auch... Ja, bitte. Das sieht groß aus, Helga. Komm, wir versuchen es mal. Komm her. Ja, das ist schon wieder eine Jacke, ne? So eine Scheiße. Juni, kacke. Ich werde eben auch noch anschneiden. Oh, hier fühlt sich, ich hol dir gleich noch einen Lecker. Ja, ich hatte. So. Gefällt dir das, Helga? Das ist eine richtige Winterjacke jetzt. Mhm. Findest du es nicht ganz so koscher? So. Okay, was ist das? Kann man es mir ausziehen? Jo. Tja, Helga, wenn du nicht so frieren würdest, könntest du auch einen Pulli anziehen. Aber nein. Nee, aber das müsste gehen. Also mit dem, ja, müsst ihr jetzt eigentlich zufrieden sein. Oh, ich hoffe es. Ich hoffe. Sehr schön. Vielen Dank. Ich danke vielmals. Schönen Tag. Jo, ebenso. Ah, bis bald, ne? Helga. Tschüss, Helga. Tschüss. Ciao.
Er hat es ja ganz arg mit diesen Viechern hier. Das sind ja, im Endeffekt sind es ja seine Kinder. Er sammelt die immer zusammen und legt sie alle vor sich hin. Und wehe, du tappst mal auf irgendeinen Quietscher drauf, da kommt er klein geschossen, ne, und bringt es in Sicherheit. Und er ist ein eigenartiger Hund irgendwie. Mit anderen Hunden kann er auch nichts anfangen, also er geht eigentlich jedem Hund aus dem Weg. Er kann auch mit Hündinnen nichts anfangen. Keine Ahnung, hat er nie gelernt, gell? Ja. Aber was soll's, muss ja mit klarkommen. Na, bring's. Na, komm. Na, bring sie jetzt. Na, komm. Na, komm. Na, komm. Wir haben einen bei uns im Club, der ist ein Riese und 170 Kilo, also ein sehr stabiler Mann. Und wir sagen immer dicker zu ihm natürlich, obwohl er jetzt unheimlich viel abgenommen hat, ich glaube 40 Kilo abgenommen. Und meine Tochter hat ihm das geschenkt und hat alles einen Namen irgendwie. Und dann hat sie ihn Jens genannt, hat sie das Schwein Jens genannt. Und als der Jens mal zu Besuch kam, habe ich zu Martin gesagt, wo ist dein Jens? Und dann ist er hier reingerannt und kam mit dem Schwein wieder raus. Und der Jens war gar nicht amüsiert. Aber so hat halt jeder irgendwie seinen Namen. Ja, sein Lieblingsschweinchen oder sein Lieblingsteil, ja. Gell? Na, jetzt wird schon wieder schwierig, hä? Na, was? Na, was? Ist lecker. Na auf. Die ist in Ulm bei ihrem Freund, aber dann musste sie ja wieder zurück. Gott, nee, die Henno-Woche. Ja, ja. Und dann aber sind das ja bei denen so 700 Meter hoch. Und da ist ja immer die Gefahr, noch mehr dann, gell, dass ja. Das. Mit der, ja, das sind ja vor 14 Tagen. Da habe ich noch mit der kleinen Tierklinik müssen. Jetzt haben sie letztes Wochenende? Vorletztes. Was hat sie gehört? Ja, ich habe gedacht, sie gibt das Löffel ab. Oh. Mhm. Das ist natürlich nicht so gut. Das war also, habe ich blutiger Stuhl und alles. Also, wo ist da in Hoheimtrieb oder wo ist da die Tierklinik? Die ist jetzt in Bliningen. Die war früher in Stuttgart Westen und ist jetzt nach Bliningen gezogen. Aber hallo. Oh, das ist natürlich nicht so gut. 4 Stunden sind wir dort gesessen. Ja, und was haben sie denn gemacht? Eine Spritze gegeben gegen Spucke und so alles. Und. Ja, hat sie was erwischt? Was keine Ahnung. Weil heute muss man ja auch immer mal wieder denken, dass die so Köder auslegen und so Zeugs, gell, dass man da. Es gibt solche, so viele Hasser. Ja. Es ist echt schlimm. Witzetle, komm mit. Komm. Nochmal. Mein Sohn
Er hat mich sehr, sehr beleidigt. Also das muss man schon sagen. Gell? Aber wenn er kommen wird, jederzeit, dann schmeiße ich alles übers Bord, weil das hat keinen Wert. Und er hat ja bei der Auseinandersetzung gesagt, da kannst du lang warten, bis ich komme. Und das ist also schon hart. Von 2000 aus jetzt. Kannst nichts machen. Ist so. Es gibt Menschen, die können einfach nicht über den Schatten dann springen. Das geht nicht. Hm? Ja. Aber was brudelst du mir denn vor? Hm? Was brudelst du mir denn vor? Also sagen wir mal so, ich bin teilweise ein sehr fauler Mensch und sehr gemütlich. Und wenn ich keinen Grund habe, aufstehen zu müssen, dann kann ich mir einen Wecker stellen und es juckt mich nicht. Und dann liege ich halt da und gammel den ganzen Tag rum. Und das habe ich wirklich teilweise wochenlang gemacht. Und das war dann irgendwann so ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, ich muss was ändern. Und das war nicht hauptsächlich der Grund, warum ich Helga geholt habe. Aber es war mit einer der Punkte, so dass ich eine Struktur kriege, dass ich eine, nicht eine Aufgabe, ist vielleicht falsch gesagt, einfach irgendwie so einen zusätzlichen Grund, morgens aufzustehen, so rauszugehen, etwas, was ich machen muss, jemand, um den ich mich kümmern muss und jemand, der sich aber auch im Gegenzug mit um mich kümmert und meine seelischen, also sie sitzt ja nicht da und therapiert mich, aber es ist halt doch so eine Anwesenheit eines Hundes und auch diese ruhige Güte, die ein Tier haben kann, ist halt wirklich Balsam für die Seele manchmal und es ist dann auch sehr angenehm. Körperlich bin ich schon lange nicht mehr so fit wie mit 30 oder 40. Das ist klar, das ist der Lauf der Dinge. Ne? Und wenn du nicht dein Leben noch so gelebt hast wie ich, im Club, ne? 40 Jahre im Club, und früher hat es immer geheißen, lieber einen Tag wie ein Löwe leben als 100 Jahre wie ein Schaf. Ja, heute irgendwie sieht das ganz anders aus. Und, hier Wehwehchen, das ist eine ganz normale Geschichte. Ich glaube, das geht jedem Menschen so. Aber ich merke so einfach, dass der Lauf der Dinge, der geht immer schneller irgendwie bei beiden jetzt. Hopp! Oh, du wirst jetzt hier hochhopfen können noch, oder? Marti! Na, Holz! Komm! Er will dann immer hoch, du. Muss mir jetzt schöne Gedanken machen. Na, komm! Komm her, Papa! Komm her! Na, komm! Oh. Ja, ja, ja! Oh ja, Brudel! Ja, Brudel. Nein, Brudel. Ja, das ist, ich merke halt jetzt, dass er alt wird. Ich auch. Wir sind beide gemeinsam alt. Und ich hatte mal vor einem halben Jahr, hat er einen Zahn war locker. Und immer, wenn er irgendwo reingebissen hat, ist angefangen zu bluten. Und er hat dabei noch, immer wenn er dann noch gebellt hatte oder gehuscht oder so, und dann dachte ich schon, es ist Lunge oder irgend sowas. Ne? Jetzt mal das Blut aus dem Mund kam. Und es hat mich tierisch mitgenommen, weil ich dann, das war für mich so, jetzt ist es soweit, jetzt muss ich von dem Hund wieder Abschied nehmen. Ne? Und das habe ich ja schon zweimal hinter mir. Das ist auch das Schlimmste, dann, wenn du einen Hund lange gehabt hast, also 14 Jahre oder 16 Jahre, habe ich schon gehabt, dann musst du einen Abschied von ihm nehmen. Ne?
Und musst es dann auch noch selber entscheiden, wann ist der Zeitpunkt da zwischen leben lassen und quält er sich und so weiter und so fort. Das ist eine ganz üble Geschichte. Gell? Also und je älter er jetzt wird und je mehr er gebrechlich wird schon so langsam, umso mehr, naja, habe ich Angst vor dem Moment, wo es dann mal so weit ist. Ne?